Hallo, mein Name ist Tobias Karl und mein größter Traum wäre es mal, einem BMW-Designer über die Schulter zu schauen. Ich freue mich sehr, den Designer kennenzulernen und mal hinter die Kulissen schauen zu dürfen, weil ich selber ja auch zeichne und habe auch was Kleines mitgebracht. Hallo. Hallo, ja, ich bin der Anders. Willkommen bei BMW. So, Tobias, das hier ist mein Reich. Wahnsinn. Wir haben hier ein Wand, wo du siehst eigentlich die ersten Skizzen von dem X5 und dann die ganzen Designprozess bis die Auto, das ist jetzt in Serie. Okay, X5 ist dein Projekt? Ja, genau. Ja. Okay. Ich habe mal ein paar Zeichnungen mitgebracht. Ah, cool. Das ist die beste eigentlich, muss ich sagen. Die? Ja, das ist gut. Ja. Die finde ich am schlimmsten. Was ich sehr gut finde, ist eigentlich diese Idee, dass du hast die Scheinwerfer in den Nieren. Ja, in den Nieren. Ja. Das ist sehr modern. Ja? Mhm, ja. Wie bewirbt man sich bei BMW als Designer? Fast alle haben eigentlich Autodesign oder Transportdesign studiert. Mhm. Ich denke, es ist ein Traumjob wirklich, mit BMW zu arbeiten. Und deswegen kriegen sie viel Portfolios jeden Tag. Ja. Ich habe wirklich sehr viele Stunden gemacht. Freizeit geopfert, ja, genau. Glaube ich. Vielleicht kann ich eine Skizze für die X5 machen. Ich will gern sehr viel Akzent auf die Räder kreieren. Ne? Das ist immer wichtig bei BMW. Dann haben wir auch die Hofmeister natürlich. Das ist immer Hofmeisterknick, ja. Kriegt ihr die Vorlage? Wir brauchen dieses Fahrzeug. Wir haben so einen Kickoff. Und das ist normalerweise für die ganze Designteam. Und dann ist es so ein Wettbewerb. So, ihr präsentiert die dann dem Vorstand und dann wird die beste Idee. Ja, aber vielleicht, Tobias, hast du eine Idee für einen Scheinwerfer oder wie die Nieren da sitzen? Ja, klar. Hier gebe ich den Scheinwerfer, ein eckiger hier. Müssen wir jetzt ein bisschen abflachen, sag ich mal. Ich sehe die Sportwagen. Nachher. Hast du oft den Fall, dass du nochmal komplett von neu anfangen musst? Design entwickelt sich immer im Lauf des Prozesses. Wir müssen zusammenarbeiten mit dem Ingenieur. Ne? Mhm. Und natürlich gibt es Dinge, das ist nicht machbar. Designer, wir wünschen immer sehr viel Skulptur haben, aber natürlich müsste die Tür auch öffnen. Müssen die Ingenieure auch sagen, klar. Und wie lange dauert so ein Designprozess? 4 oder vielleicht 5 Jahre, aber wir sind eigentlich dabei, meistens in den ersten 2 Jahren. Und mit dem Interieur arbeitet ihr dann zeitgleich? Ja, okay. Ja. Wenn wir fangen an, fangen sie auch an. Mhm. Ja, also du warst total sympathisch, also echt großen Dank an dich, dass du mir den Einblick möglich gemacht hast. War echt toll. Okay, Tobias. Der nächste Teil des Prozesses ist natürlich 3D. Okay. Das machen wir immer mit Clay. Mhm. Leider siehst du es nicht. Das ist nur für der Norbert. Mhm. Aber du kriegst ein kurzes Augenblick vielleicht. Okay. Hey, schick.